So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und der Boss ist back. Guckt euch den an. Oh, was war das? Hunde! Hilfe, Hunde! Na, eben hat er noch da gehangen und hat die Ellenbogen aus dem Fenster gehangen. Jetzt ist er aufgeschreckt. Keine Ahnung. Und ich habe mal ganz vorbildlich die Türchen entfernt, dass ich immer ganz genau weiß, welcher Tag ist. Das heißt, das sind nur noch drei drauf. Und wir öffnen heute natürlich Türchen Nummer 22. Zack. Das sieht gut aus. Da sind kleine Krümel drin. Guck, Adi. Krümel. Da, so hat er vorhin auch da gehangen. Einfach so Waschbecken-Modus. Und guck mal, was da drin ist. Was sagst du denn dazu? Greif rein, hol dir raus, los, hol dir raus. Oh, da ist eins am Rand, ja? Die Schnauze passt nicht rein. Ach komm, Spaß. Holt es natürlich raus mit der Hand und dann kriegt er alles so, wie es ist. Zack. Wir können auch mal gucken, was das heute ist. Das müssten die... Das ist jetzt mal was Verschiedenes. Ach, ich habe keine Ahnung. Geflügel. Ja, ist wie. Ja, ist ja gut, du kriegst nicht so. Beruhige dich. So. Friss, friss, mein Kleiner. Digga, du kannst auch eins nach dem anderen essen. Du musst nicht 10 mit einmal reinnehmen. Du bist ja wie ich mit einer Tüte Chips. Das sind noch 3. Und noch 2 und noch 1 und 0. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. So, jetzt kannst du gehen. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Und wir haben natürlich wieder unseren Bierkalender. Wir müssen jetzt mal schauen. 22 habe ich gesagt, ja? 22 ist heute hier unten. Das, ach, ist egal. Ich zieh's einfach raus und guck's mir dann an, wenn's hier ist. Der Deckel. Der Deckel ist bunt. Der Deckel ist bunt und wir sehen 2 Häuser und einen Turm. Das könnte eine Kirche sein und eine Scheune und ein Gemeindehaus. Und so entstehen die Horrorfilme. Dann haben wir hier Jahrhundert Bier. Klingt wie ein Songtitle. Jahrhundert Bier. Hinten haben wir Eyinger. Privatbrauerei seit 1878. Jahrhundert Bier, Export Bier, bayerisches Bier. 5,5 Umdrehungen. Und wenn wir es jetzt auch rumdrehen, ziehen wir hier nochmal Eyinger. Eyinger Jahrhundert Bier, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot, nach originaler Rezeptur von der Privatbrauerei. Brauerei ein, ne? Was will man mehr? Was da unten steht, kann ich nicht lesen, ist verschnörkelt. Etikett? Weiß ich nicht. Das ist ja eigentlich schön bunt, aber diese dunkelgrüne, deprimierende Note mit diesen trostlosen Farben zusammengewürfelt, diesem verlorenen kleinen Banner hier oben, was komplett, weiß ich nicht, gar nicht so ins Muster passt. Ist gut gemeint, aber wenn ich das sehen würde, würde ich es, glaube ich, auch stehen lassen. Ich würde trotzdem für das Etikett 3 von 5 Punkten geben. Da bin ich schon sehr großzügig, weil eigentlich spricht es mich nicht wirklich an. Obwohl da natürlich wieder mit bisschen Liebe gearbeitet wurde. Jetzt brauche ich unser Foyer-Zeug. Wir machen das auf. Okay. Holen unser Bier-Tasting-Glas. Füllen das jetzt hier ein, sodass ihr das da seht. Das Jahrhundertbier. Warum heißt das so? Was ist dann nächstes Jahr? Das 200-Bier. Nein, das ist ja dann immer nur das gleiche Jahrhundert, also egal. Wir füllen mal nicht zu viel ein. Am Ende, das wird eh immer nichts. Wir drehen es mal rum, wir gucken es uns mal an. Es ist auf jeden Fall sehr hell. Die Kohlensäure zirkuliert wieder heftig, der Schaum macht wieder Faxen.
Es ist mir ein bisschen zu hell. Mir fehlt da irgendwo eine kräftige Farbe. Ich würde für die Farbe und Schaum jetzt 2 von 5 Punkten geben, leider. Nur den Schaum müssen wir schnell mal wieder vernichten. Und kommt so Geruch. Die erste Stelle riecht anders als die zweite Stelle. Wir riechen mal an der dritten Stelle. Die riecht wieder wie die erste. Aber ist ja klar, ist ja. Das ist parallel zueinander. Alter, Digga, was steht hier rum? Tears again. Tears again, Augenspray. Leg dich einfach mit der Polizei an, die geben dir gratis Augenspray. Spaß, das ist nicht lustig. Doch. Geruch? Weiß ich nicht, es riecht ziemlich neutral. Ich würde Geruch 3 von 5 Punkten einfach geben, weil es weder gut noch schlecht riecht. Ihr kennt die Logik dahinter. Wir kommen aber zum Geschmack, da muss ich aber noch einmal den Schaum wegsaugen. Oder wieder gleich probieren. Okay. Es hat eine leichte Note beim Trinken. Ihr könntet das also gut wegziehen. Wirkt dadurch aber wieder etwas wässrig, einfach nur, dass ihr beim Trinken eigentlich kaum eine Biernote habt. Und beim Absetzen kommt wieder so ein herber, bitterer Nachgeschmack, der irgendwie ein kleines Brennen auf meiner Zunge verursacht hat. Keine Ahnung. Wirkt dadurch etwas unangenehm, muss ich schon sagen. Probier nochmal. Jetzt hat sogar direkt beim Trinken einfach gebrannt. Ich glaube, ich muss zum Arzt. Schenken wir mal kurz den Rest noch ein. So. Geschmack würde ich. Ist. Weiß ich nicht. Finde ich jetzt. Mir fehlt vorne was, wo mir hinten ich gerne ein bisschen weniger hätte. Es sind 2 Kritikpunkte. Ich würde deshalb auch nicht die Mitte geben. Ich würde deshalb auf 2 von 5 Punkten gehen. Das muss reichen. Da gab es auf jeden Fall schon Besseres. Lässt sich auch schwer beschreiben. Ich glaube, ihr könnt mir folgen und ihr kennt das selber vielleicht. Ja, ich werde das jetzt noch austrinken. Es sind ja nur noch 2 Türchen da. 23 und 24. Mal gucken, wenn ich die 24 rausziehe, ob da noch ein Weihnachtsmann mit dranhängt und hinterherkommt. Wir sind gespannt. Das war's auf jeden Fall erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Mmm.